Heute reden wir über Wikipedia. Das ist Geschichten aus Wikihausen, deswegen machen wir das natürlich. Das geht um die Wikipedia. Wir reden aber auch ganz viel über Elias Davidson. Wir reden über ein Gerichtsurteil, was zuletzt gerade veröffentlicht wurde. Und wir reden über eine Sache, die bisher noch nie veröffentlicht wurde. Und das ist ein Grund, mal bei Elias Davidson zu Hause vorbeizufahren für mich und das mal aufzuarbeiten. Es ist eine spannende Geschichte. Es ist ein Wirtschaftskrimi, der schon ein bisschen älter ist, über den Elias bisher noch nie gesprochen hat. Wird ein spannendes Interview. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Geschichten aus Wikihausen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Elias Davidson. Hallo, hallo, danke. Danke, Elias, vielen Dank, dass du mich zu dir nach Hause eingeladen hast. Und es ist auch meine erste Home-Story quasi, die wir hier haben, also mit vollem Setup. Und im Hintergrund läuft die Technik, ich muss hier alles noch gleichzeitig irgendwie abarbeiten. Also ich bitte um Entschuldigung, wenn ich einmal irgendwie verträumt in die Gegend gucken sollte. Das ist nicht verträumt, sondern ich gucke auf das, auf die Aussteuerungsanzeige von dem Ton, ich gucke auf die Kameras. Ja, Elias, wir reden über ganz, ganz viel heute. Also wir haben einen sehr, sehr strengen Plan. Es geht zum einen um ein Gerichtsurteil, was gerade zuletzt veröffentlicht wurde. Es geht zum anderen um ja quasi dein Lebenswerk. Das ist also eine ganz tolle Geschichte. Und das sind Sachen dabei, die mich ehrlich umgehauen haben, die ich von dir noch gar nicht kannte, obwohl wir uns beide jetzt schon ziemlich lange kennen. Und dann haut er dann einfach mal beim Frühstück sowas raus, also dass er gesagt hat, das müssen wir auf jeden Fall machen. Okay, Elias, du komponierst, seitdem du 5 Jahre alt bist, Musik. Du hast große konzertante Stücke kopiert, seitdem du 11 Jahre alt bist, Orchesterstücke. Ich habe das vorhin gesehen, das ist Wahnsinn, also es sieht aus wie eine professionelle Notation. Ich denke, okay, das ist 11 Jahre, das ist ja schon der Hammer. Du hast sehr viele verschiedene Musikhochschulen und Musiklehrer gehabt. Du warst unter anderem in Köln, hast dann da quasi die Avantgarde der modernen Musik miterlebt. Vielleicht magst du zugleich noch was sagen. Du hast also Sommerkurse in Darmstadt mitgemacht, also wer Musiker ist, wird das kennen. Und ganz wichtig für mich, du bist E-Musiker. Das heißt also, bei dem GEMA-Pendant in Island bist du als E-Musiker geführt. Das wird man nicht einfach nur so. Das heißt also, man muss da seine Expertise einreichen. Das heißt also, die wollen schon sehen, dass du da vom Fach bist. Du bist Mitglied des Komponistenvereins in Island. Du hast ein Diplom als Musiklehrer. Und deine Musik wurde von ganz, ganz vielen Verlagen in Island, nicht nur in Island, sondern halt auch weltweit verlegt. Also wir haben ja zum Beispiel den Schott Verlag in Deutschland, den Nepomuk Verlag in der Schweiz. Du hast Verträge mit 5 oder 6 Verlagen gerade am Laufen. Du hast Auftragswerke geschrieben für den isländischen Musikrat. Und das wurde vom Symphonieorchester in Basel, hast du auch was geschrieben. Das wurde auch von denen aufgeführt. Wir gehen das mal der Reihenfolge nach durch. Also, wie bist du zur Musik gekommen? 5 Jahre? Also, meine Mutter war Komponistin und Klavierlehrerin. Ich bin also in einem musikalischen Heim aufgewachsen, in Palästina. 1941 bin ich geboren. Ich bin also Palästinenser in diesem Sinn. Steht auch in meiner Geburtsurkunde, Government of Palestine. So. Und da bin ich aufgewachsen in einer vorderorientlichen Stimmung. Arabische Familien waren wir und so weiter. Das war also diese Stimmung, aber auch mit deutsch-jüdischer Tradition, Musiktradition. Also eine Mischung von Orient und Deutschland. Und habe also in meiner Kindheit sehr viel komponiert. Ich habe Partituren gelesen. Ich habe in Orchesterproben immer hingegangen, in Haifa, zu Orchesterproben, mit den Musikern gesessen und einfach die Proben miterlebt. Ich habe Konzerte von israelischer Philharmonie vom Hintergrund, also von hinter der Bühne, erlebt, ganz große Aufführungen unter Dirigenten Rafael Kubelik, Igor Markevich und so weiter. Also ich habe sehr große Erfahrung, also Erfahrung als Kind, als Jugendlicher gehabt, als Musiker. Und dann bin ich aus
persönlichen Gründen wurde ich nach Europa geschickt, um Musik zu studieren. Das ging nicht auf, ich war zu jung dafür. Aber dann endlich dann in Köln, 18-Jährige, habe ich ein Jahr da in der Musikhochschule studiert, nicht sehr viel gelernt, aber in Köln, da, damals war eine ganz wichtige Musikszene der Avantgarde. Und ich habe da eine ganze Menge von Uraufführungen von Stockhausen, Boulez, Luigi Nono, Maurizio Kagel erlebt. Und das war eine ganz große Erfahrung für mich. Du hast auch selber avantgardistische Stücke quasi komponiert, indem du zum Beispiel Zufallsmusik komponiert hast. Richtig, ja. Ich habe eine ganze Menge von, in eine bestimmte Zeit habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von Yannis Xenakis, der stochastische Musik komponierte, und habe zu viel Zufallsprozesse verwendet, um Musik zu komponieren. Ich kam dann am Ende zu einer Sackgasse in dem Sinn, dass ich da nicht weiterkam. Ich habe dann eine Pause gehabt, nachdem ein Werk von mir in Kiel aufgeführt wurde für Musiktheater, für fünf Männer, drei Musiker und zwei Assistenten, ein ganz komisches Werk. Und das wurde da im Stadttheater in Kiel aufgeführt, zweimal. Und das war das ein bisschen der Endepunkt für diese experimentellen Phase. Mhm. Und darauf gab es eine ganze lange Pause. Und dann, als ich jetzt mein Klavierdiplom in Basel machte, in den 80er Jahren, musste ich Kinder unterrichten als Teil meiner Ausbildung. Und da habe ich also entdeckt, dass in den ersten Jahren sehr viel Mist geschrieben ist für die Kinder, also schlechte Musik. Und dann habe ich für meine Schüler selbst kleine Stücke komponiert, die mit einem Anspruch, mit einem künstlerischen Anspruch auf die unterste technische Ebene. Und das hat also auch anderen Musikern gefallen. Und dass ich nach Island zurückkam, wurde das sofort herausgegeben. Also die zweihändige und vierhändige Stücke von mir für Klavier von einem isländischen Verlag. Und dann kamen Lehrer von anderen Sparten, also Streichlehrer, Bläser und so weiter, und baten mich auch um Musik für ihre Schüler, für die ersten Jahre zu komponieren, weil es sehr hochgradige Musik war auf der untersten Stufe. Und das gibt es sehr wenige Komponisten, die sich da bemüht haben, richtige gute Musik für Kinder zu schreiben. Da gibt es Kabalewski natürlich und Bartok, aber Bartok ist ein bisschen karg für Kinder, Kabalewski ist sehr gut. Und dann kommt Davidson, es gibt noch einer, und es gibt also in der Welt, ich glaube, maximal 6 Komponisten, die sich wirklich für Kinder richtige, gute Musik bemüht haben. Genau, jetzt müssen wir noch ein bisschen erklären, also was das zu bedeuten hat. Das heißt also, diese Musik hat die Betonung auf Melodik, Harmonik, also das, was da abläuft, und nicht unbedingt auf Virtuosität. Genau. Das kommt später in anderen Stücken. Es gibt ja Stücke, wo die Virtuosität im Vordergrund steht, wo man sieht, das ist ein wahnsinniger Musiker. Igor Strawinski wird da jedem bekannt sein, aber das stellt nicht unbedingt Anforderungen an den Komponisten so sehr, sondern das heißt also, du versuchst also mit einfachen Mitteln, was können die Instrumente minimal leisten, zum Beispiel das Klavier, und dann versuchst du das so umzusetzen, dass da ein schönes Stück bei rauskommt, also ein, vor allen Dingen auch ein künstlerisch anspruchsvolles Stück. Richtig, das ist genauso formuliert, ja. Ja, dein zweites Standbein oder parallel dazu haben wir ja, du bist Informatiker in einer Zeit, in der Computer, so wie wir sie heute kennen, noch gar nicht existent waren. Richtig, ich bin einer der ersten Informatiker in Island gewesen, habe also Lochkartenmaschinen und so weiter. Mhm. Und auf die Computer, das hieß 1401, das war ein sehr populäres IBM-Computer damals. Ich habe bei IBM 14 Jahre gearbeitet in Island, und dann war ich 8 Jahre Chef der EDV-Abteilung in einem Spital, Stadtspital. Habe ich da also ziemlich komplizierte Programme entwickelt und Systeme entwickelt, auch für Banken, aber besonders für das Spital. Das heißt, das war die Zeit, wo noch auf Magnetbändern gearbeitet wurde, wo mit Lochkarten gearbeitet wurde. Das war so. Richtig. Genau. Ja. Ja, okay, aber was ich an deiner Sache natürlich am interessantesten finde, an deiner Vita, das ist deine publizistische Arbeit. Und da sind da so ein paar Sachen dabei, wo ich sage so, wow, was ist das denn?
Also du hast mir im Gespräch ganz viele Dinge gesagt, die in die 70er Jahre zu datieren sind. Da gibt es zum Beispiel, ich gebe dir mal ein paar Stichpunkte rein, vielleicht magst du dazu was sagen. Also da gibt es einen Stichpunkt Intelsat, ITU und Comsat. Worum geht es da? Dazu hast du veröffentlicht. Ja, das, also ich habe veröffentlicht, ich meine, ich habe einen langen Artikel in der Zeitung in Reykjavik publiziert. Und das war also, als Island von Kabeltransmission, von Telefonie, also Kabel hatte und auf Satellitenkommunikation umsteigen wollte. Und da war auch ein Widerstand innerhalb der Technik. Über der isländische Telekom gab es auch Widerstand. Und ich habe da recherchiert, wer hinter diesem Satellitensystem steht. Habe ich entdeckt, das ist eine amerikanische Firma, die eine Fassadenorganisation namens Intelsat also errichtet hat, die also eine internationale Organisation, wo alle Staaten drin sind, aber in Wirklichkeit geleitet von Comsat, eine Regierungsinstanz der USA. Und das ist das, hat sich aufgedeckt. Ich habe also auch in Washington, habe ich Washington besucht, gelegentlich habe ich eine Gelegenheit nach Washington besucht, habe ich das Büro von Intelsat aufgesucht, und die haben dann mir gesagt, wenn ich Informationen über Intelsat, soll ich über die Straße gehen nach Comsat. Die werden mir alles sagen. So war das. Was ist das denn? Ja, ja, genau. Dann habe ich dann einen Eintrag gefunden. Du hast den allerersten Beitrag geschrieben über den IWF in Island, den es damals gab, also auch in den 70er Jahren. Ja. Also der Internationale Währungsfonds. Und ja. Kannst du dazu was sagen? Ja, ganz kurz. Also der IWF ist natürlich eine Einrichtung, die in 1944 errichtet wurde von Amerikanern, also von den USA, um in Wirklichkeit so eine Kontrolle über die Zentralbanken zu haben durch bestimmte, also die Ausgleich, also den Ausgleich der Außenhandels und so weiter. Ich möchte jetzt nicht über den IWF sagen. Politik der IWF hatte dafür geführt, dass die großen Konzerne einmarschieren könnten in der dritte Welt. Das ist eine ganze Geschichte. Und das wurde natürlich in Island nicht bekannt. Ich habe darüber recherchiert und darüber das erste Beitrag publiziert in den 70er Jahren. So, ich habe auch gelegentlich, als ich in Washington war, habe ich genau auch das IWF besucht. Und auch die Weltbank, und habe da mit ein paar Leute gesprochen. Das war sehr interessant. Besonders bei der Weltbank habe ich sehr interessante Erfahrungen gemacht. Ich habe über auch die Weltbank auch einen Beitrag publiziert über die Politik der Weltbank in der Elektrizität, also Elektrizitätsbranche. Ich bin auf einen geheimen Dokument gestoßen über die Verträge der Weltbank mit verschiedenen Stromgesellschaften in Südamerika und so weiter, und auch über die Stromgesellschaft in Island, und habe darüber, von diesen geheimen Dokumenten habe ich auch einen Beitrag publiziert in eine schwedische Zeitschrift. So, das war also auch meine Arbeit über die Arbeit der Weltbank, so als Beispiel. Ich mache einen kleinen Sprung in die 90er Jahre, und zwar da habe ich hier stehen Menschenrecht und Völkerrechte. Und vor allen Dingen am Beispiel der Wirtschaftssanktionen gegen den Irak. Das war, glaube ich, dann dein Aufhänger da an der Stelle. Magst du darüber was erzählen? Ja, also ich habe organisiert, erstmal bevor das Krieg 1991 ausbrach, Krieg gegen den Irak, also als Irak nach Kuwait eingemarschiert. Und da hatten die Amerikaner schon lange gesagt, wir machen jetzt Krieg. Und ich habe also eine Demonstration in Reykjavik organisiert, eine Petition auch von ganz berühmten Leuten in Island, darüber die zwei Bischöfe haben das auch unterzeichnet, gegen das Krieg, gegen den Krieg. Und eine Demo von 5000 Leuten vom Regierungsgebäude gegen Krieg. Wir haben gesagt, Krieg ist keine Lösung. Gut, Krieg ist ausgebrochen. Danach kamen diese Sanktionen gegen Irak. Das war keine Sanktion gegen das Regime in Irak, wie im Wikipedia behauptet wird, sondern das war eine Sanktion, das war wirklich eine Bestrafung der Bevölkerung,
Die Bevölkerung sollte leiden, damit sie gegen die Regierung aufsteht. Also die Leute wurden einfach gedrängt durch Armut, durch Tod, jetzt aufstehen gegen die Regierung. Das war so eine terroristische Operation in Wirklichkeit. Und jedes, also das wurde also in der Lancet, in den Zeitschriften wurde gesagt, jedes Monat sterben so und so viele Kinder wegen der Sanktionen. Das hat mich sehr geärgert und ich habe mich dann erkundigt, inwiefern ist es vereinbar mit dem Völkerrecht und mit den Menschenrechten. Und habe ich mich da vertieft. Ich habe einen Kurs gemacht für Menschenrechte in Straßburg bei der Universität, einen Sommerkurs. Und dann habe ich ein Angebot bekommen vom Roten Kreuz in Island, die Beziehung zwischen Menschenrechten und Wirtschaftssanktionen zu untersuchen. Ich habe also nicht ein Stipendium, wie sagt man, nein. Also ein Forschungsgelder. Forschungsgelder bekommen, genau, vom Roten Kreuz in Island, das zu untersuchen. Das habe ich da einige Jahre betrieben. Das Ergebnis waren eine ganze Reihe von Beiträgen über Wirtschaftssanktionen, die nicht alle publiziert wurden, diese Teile davon auf meiner Webseite. Ein Teil davon wurde in juristischen Zeitschriften publiziert. Ich habe die Zeitschriften hier irgendwo. So, in Amerika, in England, in Holland, also Zeitschriften in Völkerrecht und so weiter. Ich halte das mal in die Kamera, also zum Beispiel hier. Human Rights. Und da sehen wir hier gleich als allererstes den Elias Davidson mit einem Beitrag. Ja, da sind andere auch. Ja. Dann haben wir hier Netherlands Quarterly of Human Rights. Und da ist auch Elias Davidson zum Beispiel. Ja, also du brauchst nicht alle zeigen. Die Sache ist... Das ist ja dein Werk. Also ich möchte auch mal ein bisschen darauf hinaus. Das sind große Beiträge. Das sind Beiträge von 40, 50 Seiten. Also wirklich große Beiträge. Und die werden also von Fachleuten natürlich zitiert. Hier und da, wenn die Leute über Wirtschaftsaktionen schreiben, und dann wird das normalerweise zitiert. Also du hast dich da zu einem Experten in Sachen Wirtschaftssanktionen herausgebildet. Also das, was du vorhin so immer en passant gesagt hast, also diese Geschichte, ja, dann habe ich mich da weitergebildet. Das ist, glaube ich, ein roter Faden in deiner gesamten Lebenszeit, also in deiner gesamten Vita. Du bildest dich ständig weiter, du interessierst dich für ein Gebiet und gehst da nicht nur oberflächlich drauf, sondern du steigst da immer ganz, ganz tief ein. Ich wollte noch etwas ganz besonders hervorheben. Das ist meine Arbeit über den Sicherheitsrat. Ah. Den Sicherheitsrat. Der Vereinten Nationen. Es ist ziemlich verkannt. Die Leute hier haben wenig Einblick, was das bedeutet. Ich habe da einen Beitrag in Florida Journal of International Law publiziert über die Pflicht des Sicherheitsrats, in gutem Glauben zu arbeiten. Das ist der einzige Bericht, das sich mehr bekennt, wo über diese Pflicht berichtet wird. Und davon habe ich sehr, sehr viel gelernt für diese Arbeit. Die wurde also publiziert. Und ich habe dann entdeckt, dass der Sicherheitsrat heute als eine Gefahr für die Menschheit besteht. Das klingt ganz komisch, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in Wirklichkeit eine Weltdiktatur ist. Wörtlich eine Diktatur. Der Sicherheitsrat wird nicht gewählt von irgendjemand. Er wurde errichtet 1945 von den Siegermächten. Die haben sich selbst erkannt als Vetomächte bis heute. Die fünf Mächte haben Veto, die haben einen festen Sitz, die kann man nicht wegjagen, auch wenn sie selbst Kriegsverbrechen und Völkermord begehen, da sitzen sie. Und die Entscheidungen dieses Rates, die mit 9 Stimmen abgestimmt sind, sind verbindlich für alle Staaten der Welt. Das heißt, der Sicherheitsrat kann theoretisch gesagt, man muss Elias Davidson ermorden, und da muss der deutsche Staat, mich ermorden. Das ist ein Befehl. Das ist eine Weltdiktatur,
das erkennt fast niemand. Das wissen viele Völkerrechtler, aber das wird nicht thematisiert. Da sind wir schon fast im Thema drin. Das heißt also, wir reden hier von einer Fassade, einer Scheindemokratie, also scheindemokratischen Strukturen, die irgendwie weltweit auch eingeführt wurden, nicht nur in Deutschland. Da hat ja auch der Jens Wernick ja auch schon dieses tolle Buch Fassadendemokratie veröffentlicht. Richtig. Und du sagst, klar, das hat also nicht nur was mit Deutschland zu tun, das ist ein weltweites Problem. Richtig. Und gipfelt dann in diesen weltweiten Organisationen, zum Beispiel Weltsicherheitsrat. Und jetzt sind wir ja, also das heißt, du deckst ständig solche geheimen Strukturen auf, die eigentlich offensichtlich sein könnten, aber die keiner kennt, weil sich keiner dafür interessiert. Ich komme jetzt in die 80er Jahre, weil das ist eine tolle Sache, die ich da gehört habe. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn da los? Okay, es gab Anfang der 80er Jahre gab es einen Skandal, einen veritablen Skandal in Island. Nochmal zur Erinnerung, du bist ja isländischer Staatsbürger. Hast da mehr als die Hälfte deines Lebens verbracht. Ne? Genau. So, und jetzt ist da also ein Aluminiumkonzern, AluSwiss, der bekommt sehr günstige Konditionen für Energie, also für Strom in diesem Falle. Man muss wissen, Aluminiumkonzerne brauchen sehr viel Strom. Island kann aufgrund der geologischen Begebenheiten sehr günstig Naturstrom anbieten, Ökostrom anbieten aus allen möglichen Quellen, Hitzequellen, Wasserkraft, was da zur Verfügung steht. Jetzt hat also dieser Konzern mit Island einen Deal gemacht, dass die sich das Rohmaterial da anliefern lassen. Das ging auch, glaube ich, ganz praktisch, weil das also über den Seeweg direkt in das Werk konnte. Das Werk bekam von Island den Strom, konnte da halt gut wirtschaften. Aber was war denn da los? Und dann kam irgendwas, wo du sagtest, das kommt mir doch aber spanisch vor. Das hat jetzt also nichts mehr mit Swiss zu tun, mit der Schweiz und auch nicht mehr mit Island. Das kommt mir jetzt aber sehr spanisch vor. Was kam dir da spanisch vor? Also kam mir spanisch vor, dass die jeden, also das erstmals, die isländischen Zeitungen haben immer von isländischen Aluminiumwerk. Und die Leute haben geglaubt, das wäre ein Staatsunternehmen von Island. Und ich musste sehr viel arbeiten, um zu sagen, nein, das ist hundertprozentig Tochtergesellschaft von AluSwiss in der Schweiz. So, das war so die Propaganda in Island. Aber ich habe dann entdeckt, dass sie in roten Zahlen, ein Jahr nach roten Zahlen zeigen. Aber das kann doch nicht stimmen. Und deshalb habe ich angefangen, abends nach meiner Arbeit, ich war doch im Spital, ein EDV-Leiter, aber abends habe ich Zeit gehabt, das zu recherchieren. Habe 9 Monate da Recherchen geführt und entdeckt, wie sie das machen. Das heißt, sie haben in Wirklichkeit Rohmaterialien in Australien mit Unterwert, also ohne das, also unter den Marktwert gekauft von ihren Filialen in Australien und diese Materialien zu ihrer Tochtergesellschaft in Island mit Überpreise verkauft, also aufgeblähte Preise. Und diese Unterschiede haben sie in eine Steueroasis in den Karibien versteckt, als Profit. Das wurde dann in Island als, sag mal, Haikunihavi, das wurde als, Erhöhung im See bezeichnet. Erhöhung im See. Das war der Term dafür. Nochmal zurück. Da ist also ein großer Firmenkonzern, also der besteht aus vielen kleinen Unterfirmen. Also es gibt oben drüber eine Holding wahrscheinlich. Genau. Und die hat kleine Unterfirmen, kleine in Anführungsstrichen. Da gibt es also den rohstoffbeschaffenden Konzern aus Australien. Der gehört aber zu AluSwiss oder der gehört zu dem Dachkonzern dazu. Der kauft sehr, sehr günstig ein. Also die Muttergesellschaft kauft sehr günstig ein. Genau, die Muttergesellschaft kauft sehr, sehr günstig ein. Jetzt würde man denken, ja, das ist ein cooler Deal. Dann können sie das ja auch innerhalb der Firma genauso günstig an AluSwiss weiterreichen, denkste. Das heißt also, die schlagen jetzt richtig Geld obendrauf, um das ihrem Tochterkonzern überteuer zu verkaufen. Das heißt, die versuchen, rote Zahlen in Australien herzustellen und in Island. Das ist doch eine gute Idee. Sehr gute Idee. Ja, hat aber nichts mit vernünftig wirtschaften zu tun, da hat der Staat was dagegen. Was ist jetzt in Island passiert? Es gibt dafür einen Begriff, einen wirtschaftlichen Begriff, das heißt Transfer Pricing.
Jeder Ökonom, der mit großen Konzernen arbeitet, kennt diesen Begriff. Es ist kein Begriff, das sie erfunden haben. Es war ein bekannter Begriff. Aber immer die Frage ist, wie tun sie das? Und das war die große Recherche, 9 Monate lang. Ich habe es entdeckt, wie die das machen. Das war ein Fehler, ein kleiner Fehler, das sie gemacht haben in Australien. Und das hat mir ermöglicht, das offen zu legen. Okay, das heißt also, die haben irgendwo in der Bilanz einen kleinen Fehler gemacht oder auch in den Veröffentlichungen. Das heißt, du hast das dann gefunden. Und jetzt passiert Folgendes. Du behältst das für dich und sagst, okay, ich lasse das jetzt hier laufen. Nein, hast du nicht gemacht. Also was hast du dann gemacht? Ich bin mit dieser Information ans Industrieminister gegangen. Herr Hjörleifur Guttormsson, hieß der damals. Der hat studiert in Ostdeutschland, also in DDR, aber war ein Isländer, ein ganz guter Isländer und wollte die Interessen des Islands aufrechterhalten. Er hat gesagt, das ist eine Verletzung des Vertrages mit Island. Na klar, also das heißt, also sie schädigen die isländische Volkswirtschaft. So, er hat diese Information genommen. Wir waren erstmals geschickt an eine Revisorfirma in London. 2 Leute vom Ministerium und ich als Privatperson, um diese Zahlen zu revidieren. Und die haben gesagt, das stimmt alles, es ist keine Fälschung und so. Und dann hat der das offen im Parlament erklärt. Das ist ein Vertragsbruch. Und hat Alluswiss 2 Wochen gegeben, um das zu erklären. Und darauf habe ich diese Erklärung im Parlament an verschiedene Zeitungen in der Welt geschickt, im Namen eine Art Zentrum, das ich in meiner Küche hatte. Also das hieß Center for Policy Research, ein großer Name. Das war also meine Arbeit. Ich habe es nur gehabt. Und dann habe ich im Namen des Center for Policy Research diese Entschuldigung an Neuseeland, an Australien und so weiter, Metal-Bulletin in London geschickt. Und die haben es sofort publiziert als eine Entschuldigung Island gegen diese Firma. Das war also Welt. In der Metallindustrie war es ein Weltereignis. Und darauf bin ich von der Metal Bulletin in London als ihr speziellen Korrespondent nominiert worden. Und die haben also meine Beiträge immer, nicht mit Namen, nur als Special Correspondent, immer publiziert. Ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel von Metal Bulletin. Das war die erste Herausgabe. Die haben also da steht noch nicht, ich bin ein Korrespondent, die haben es einfach da oben publiziert. Also Island beschuldigt Alluswiss und so weiter. Und dann später kamen immer wieder so Berichte. Also das ist noch nicht mit deinem Namen versehen hier? Nein, mein Name kommt nirgendwo vor. Genau. Das ist ganz wichtig für den Zuschauer. Genau, das ist ganz wichtig für den Zuschauer. Elias hat das noch nie veröffentlicht. Also du hast das noch nie gesagt, dass du dahinter steckst in den Veröffentlichungen. Auch die vom Metal Bulletin, die wussten überhaupt nicht, dass du quasi derjenige warst, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Genau. Die waren nur höchst erfreut, dass du so gut informiert warst. Richtig. Okay, hier der nächste Artikel. Jetzt sogar, glaube ich, das ist eine Originalkopie von der Zeitung. Also ein Originaldruck. Und das ist die Ausgabe November 30 von 1984. Okay. Ja, also in dieser Recherche zum Beispiel, hatte ich an das IWF geschrieben. Ich wollte wissen, warum zum Beispiel Informationen von Außenhandel eines Landes mit der Einfuhr in den zweiten Land nicht stimmt. Es gibt also, IWF gibt es jedes Jahr so Rapporte über die Ausfuhr und Einfuhr in den Anschlägen. Und wenn ich das vergleiche, normalerweise sollte es ungefähr gleich sein. Aber das Vergleich zwischen Australien und Island war sehr, sehr groß, der Unterschied. Da habe ich gesagt, ja, das ist suspekt. Dann habe ich den IWF geschrieben, was könnte solche Unterschiede sein, und ich habe dann, das ist ein Brief von IWF zu mir, mir antworten, das ist dann, und alle diese Möglichkeiten waren nicht dabei. Also das war kein Transferpreis. Also die IWF habe ich mich erkundigt, um
alle mögliche andere Erklärungen auszuschließen. Okay, also du bist ja kein Wirtschaftsexperte, das heißt, also du kannst nicht wissen, wie jetzt diese ganzen Transferdinger kommen. Ja. Jetzt haben wir ganz kurz das Dokument, ich meine, wenn wir es schon haben. Das ja. Also Elias hat jetzt extra nochmal die alten Mappen rausgeholt, das ist ein Originaldokument, das sieht man. Und dann kommen dann solche Originaldokumente zutage. Und zweite Seite. Jetzt hat die Kamera das angefangen. Genau. Und dann siehst du, okay, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Dann hast du das gemeldet. Und jetzt hast du mir von einem Ereignis erzählt. Also erstmal, das ist ja ein veritabler Steuerhinterzug. Das heißt also, die Firma in Island, AluSwiss, rechnet sich runter in die roten Zahlen, sodass sie keine Steuern mehr zahlen müssen. In Wirklichkeit stand dann am Ende, haben sie also welche Summe nicht angegeben, die sie aber eigentlich als Gewinn ausgeschöpft haben? Das war 47 Millionen Dollar. 47 Millionen Dollar, okay. Und darauf müssen sie aber eigentlich Steuern zahlen. Ja, aber das war, ich glaube, das Steuerelement war nicht vielleicht vordergründig, sondern Elektrizitätspreis. Das war sehr niedrig. Und wenn, also die haben einen sehr niedrigen Elektrizitätspreis abgemacht. Das ist auch schon mal ein komischer Deal. Genau. Genau. Und wenn es bekannt wäre, dass die in Wirklichkeit in schwarze Zahlen sind, hätte Island gesagt, sie können doch ein bisschen höher Elektrizitätspreis bezahlen. Sie machen so viel Profit. Genau, das wäre auch vernünftig gewesen. Genau. Und als die Isländer, also dass der Industrieminister beschuldigt hat, dann hat AluSwiss den Premierminister in Island einen Brief geschickt, gesagt, nein, wir müssen sogar die Firma in Island unterstützen, mit Geld unterstützen, subventionieren. Das steht schwarz auf weiß in einem Brief an den Premierminister von Island. Also im Klartext, Sie schreiben an den Premierminister in Island, da ist also dieser Industrieminister, also Wirtschaftsminister vielleicht würde man sagen, der macht denen richtig Schwierigkeiten und das, was der sagt, stimmt überhaupt nicht. Wir müssen unsere Tochterfirma in Island auch noch unterstützen, weil die total in den roten Zahlen ist. Das ist also der, ja, das ist das Brief an den Premierminister von Island damalig. Okay. So. Gut, das passt ja jetzt auf keine Kuhhaut mehr drauf, würde man sagen, wenn man weiß, was da stattgefunden hat. Wie ging der Fall weiter? Das heißt also, die bürgerliche Parteien in Island waren überhaupt nicht froh darüber. Die waren nicht nationalistisch. Die wollten nicht die Interessen des Islands, sondern die wollten, dass die Multis weiter in Island investieren. Und die haben gesagt, der Industrieminister macht Island einen schlechten Ruf mit diesen Beschuldigungen. Okay, also der veröffentlicht diesen Skandal. Dann heißt es, das ist ein schlechter, der ruiniert den isländischen Ruf, weil er den Skandal veröffentlicht hat. Klammer auf, das ist überhaupt kein echter Skandal, das sind Fake News, würde man heute sagen. Das heißt also, die gehen nicht gegen die Firma vor, sondern sie gehen gegen den Überbringer der schlechten Botschaft, in diesem Fall den Industrieminister vor. Richtig. Wie war das mit der eigenen Partei vom Industrieminister? Haben die ihn unterstützt? Nein, die haben es nicht unterstützt. Warum nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es da eine Kollusion, eine Zusammenarbeit zwischen AluSwiss und die Parteien, die in der Opposition waren und sagen, jetzt machen wir einen Regierungswechsel und dann machen wir einen Deal. Das heißt, die Regierung hat gewechselt, der Industrieminister war raus und dann konnten die AluSwiss mit der neuen Regierung einen Deal machen, dass AluSwiss da ein bisschen Geld steckt und das isländische Parlament AluSwiss ein weißes Hemd gibt mit einer Deklaration. Also wenn ich dem Staat Geld hinterziehe, ja, und ich mache das nicht, weil das ein Versehen ist, weil ich mich verrechnet habe, das kann ja immer mal passieren, ich mache das, weil der Vorsatz dahinter steht. Das wissen wir ja spätestens aus diesem Dokument. Das heißt, Sie lügen den Premierminister an und sagen, wir müssen unseren Konzern unterstützen. In Wirklichkeit läuft da richtig Kohle aus dem Konzern raus. Das heißt, also die kriegen richtig Geld. In so einem Fall würde man sagen, okay, das ist ein vorsätzlicher Betrug. Da ist nicht nur die Rückzahlung der Summe, die eigentlich noch im Raume steht, die wird nicht nur diskutiert, sondern hier steht auch noch eine veritable Strafe im Raum. Mhm. All das wird jetzt nicht diskutiert. Das heißt, sie machen einen neuen Vertrag, also das isländische Parlament macht einen neuen Vertrag mit dem Konzern AluSwiss. Der sah dann höhere Strompreise, glaube ich, vor. Richtig, ja. Also ein Vertrag, das für Island auch gut ist.
aber es wird dann so vertuscht, dass es nicht als Ergebnis einer Strafe oder einer Straftat, sondern dass es ein freundlicher Betrag mit Alois war. Ach, gucke einmal da. Ja. Das heißt also, Sie behalten eine weiße Weste, ja. Die können dann so weitermachen wie bisher. Richtig. Wir wissen ja noch gar nicht, wo die sonst noch so alles in der Richtung machen. Jetzt kommt das nächste nämlich, das sagst du. Da kam auf einmal Post aus Australien oder von der australischen Botschaft. Da muss ich ein bisschen eine kleine Parenthese machen. Ja? Ich war dann, danach fuhr ich nach Basel, habe ich Musik studiert. Ja. Und dann hat eine Journalistin mir gesagt, ja, nächste Woche gibt es eine Jahresversammlung bei der Alois Swiss. Genau, das kommt dazwischen. Genau. Möchtest du mitkommen? Ach, ja, also dann habe ich dann Metalbild in London telefoniert und besiegt, sie sollen mich anmelden. Anmelden. Und dann kam ich an der Jahresversammlung in Zürich als Herr Davidson von Metal Bulletin, sprach Englisch und wurde da vorgestellt an den Journalisten von der FAZ und der von Wall Street Journal und von, wie heißt das noch, in der Financial Times und den Vorstandsmitglied von der Alois Swiss, die wurde vorgestellt als der Herr Davidson von Metal Bulletin. Metal Bulletin, das ist eine ganz berühmte Zeitung in der Metallindustrie. Und da habe ich mit den Leuten gesprochen, ich habe ihnen auch Fragen gestellt und so. Und dann habe ich auch mit denen zusammen gegessen mittags und habe mit dem Anwalt von Alois Swiss, der mit Island... Ja? Stopp, das heißt für den Zuschauer ganz wichtig, du kommst als Journalist vom Metal Bulletin. Die Zeitung hat ja nie deinen Namen veröffentlicht, der du ja derjenige warst, der halt ständig über diesen Skandal geschrieben hat im Metal Bulletin. Dann bist du jetzt aber irgendein Journalist vom Metal Bulletin, was ja eine hoch angesehene Zeitung ist, gerade bei solchen Metallkonzernen wie Alois Swiss, bist dann bei denen auf der Pressekonferenz. Die denken sich, oh, das ist einer von uns, den nehmen wir jetzt erstmal mit zum Lunch, ne? Und dann der kann dann nochmal mit uns dann gemeinsam dinieren und dann können wir mal schauen, was so alles los ist. Okay, und die erzählen dann frisch, fromm, fröhlich, weil, wissen aber gar nicht, dass du derjenige bist, erstens der Journalist, der im Metal Bulletin das Ganze veröffentlicht hat, und sie wissen auch nicht, dass du derjenige bist, der das Ganze ursprünglich ins Rollen gebracht hast. Das heißt, sie wissen nicht, dass du derjenige bist, der den, wie war das, 47 Millionen Euro da aufgedeckt hat, dass sie dem Staat hinterzogen haben. Also du hast die richtig Geld gekostet, das ging in die Millionen. Und ich möchte sagen, alle diese Leute, die da in diesen Skandal waren, die sind weggeflogen. Nach 2-3 Jahren waren sie nicht mehr in ihren Posten. Okay, die haben alle den Posten verloren. Aber mit denen sitzt du jetzt gerade, wir sind also in den 80ern, oder wo sind wir jetzt? Das war Anfang 84. 90? 85. Du sitzt jetzt also 85 nach dem 84. 84, aber das ist ja direkt kurz hinterher. Also das heißt also, nachdem das gerade im Metal Bulletin, das war ja 84, was wir gerade gezeigt haben, veröffentlicht wurde, sitzt du jetzt mit denen an einem Tisch und ist freundlich mit denen. Und das Gespräch kommt auch auf diesen Skandal von Alois Swiss. Was ist dann da gelaufen? Also der Anwalt, der mit Island verhandelte, sagte, ja, die Isländer sind kompliziert, die sind sehr nationalistisch und der Minister ist ein Kommunist. Ja, wir haben Probleme mit dir. Ja, ja, ist leider so. So. und aber die wussten nicht, dass du aus Island kommst. Die hielten dich für welche Nation? Amerikaner. Okay. Also das heißt, sie dachten, du wärst Amerikaner und die wussten erstens nicht, dass du aus Island kommst. Zweitens nicht, dass du das angeleitet hast. Sie dachten, du wärst Amerikaner und erzählen frisch vom Fröhlich frei, was da gelaufen ist. Okay, ja, das hat was. Ne? Und dann bin ich zurück nach Basel, habe ich dann meine Klavierübungen gemacht und meine kleinen Kinder unterrichtet und da kam nochmal ein Anruf. Genau, jetzt sind wir bei diesem Anruf, jetzt kommt ein ominöser Anruf. Von der australischen Botschaft in Bern. Sie hätten einen Brief für mich. Ja gut, schicken Sie mir. Nein, wir müssen Ihnen das Brief persönlich abgeben. Okay, ich schicke dann Chauffeur von Bern nach Basel. 2 Stunden kam er und sagte, können Sie sich identifizieren? Habe ich meinen Pass gezeigt. Ja, hier ist das Brief. Brief steht, telefonieren Sie Collect nach Canberra, eine Regierungsbehörde. Habe ich telefoniert und gesagt, ja, wir wissen, dass Sie sehr viel über Alois Swiss wissen. Wir machen jetzt eine Untersuchung, eine Ermittlung über Alois Swiss in Australien und möchten Sie auspumpen.
Auspumpen heißt, also wir möchten Sie ausfragen zu diesem Fall. Also was heißt, also was müssen Sie? Aber wir können Sie nicht in Schweiz treffen, weil dann haben Sie ein Problem. In der Schweiz, nach Schweizer Gesetze, können Sie sich verhaften für Industriespionage. Also wir bitten Ihnen, nach London zu kommen, zu fliegen. Wir bezahlen das und wir werden Sie mit in London treffen, unsere Leute, also vom Ministerium. Und da bin ich nach London geflogen. Am Morgen wurde ich das ganze Tag im Australia House debrieft, also befragt. Mit einer Limousine wurde ich im Heathrow abgeholt und nach Heathrow zusammen zurückgebracht und nach Basel gefahren. Und nächsten Tag habe ich meine Kinder weiter Klavierunterricht gegeben. In Basel. Industriespionage. Hast du irgendwelche Dokumente da genommen, die nicht zugänglich waren öffentlich? Nein, ich habe natürlich, nein, überhaupt nicht. Ich habe nie irgendetwas gestohlen oder ich habe zum Beispiel ein vertrauliches Dokument von der Alusys an Island. Aber das hat der Minister mir gegeben. Ich habe nicht gestohlen. Ja. Sag mal, ja. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ja. Oh, da steht drüber, strictly confidential. Also das ist also streng geheim. Juti, also das ist also ein Dokument zu dem ganzen Fall hier. Ah, hier geht's los. Dear Sirs. Das ist also der Brief von Alusys an das isländische Parlament. An die isländische Regierung. To the government of Iceland. Okay. Ja. Von 81. Ja. Jetzt, Industriespionage heißt dann also, das klingt ja schon, wir sind ja schon fast wieder bei dem Thema, wo wir angefangen haben. Es klingt danach, dass hier Sachen konstruiert werden, um Leute fertig zu machen. Das heißt also, Industriespionage stand nie im Raum. Das sind öffentlich zugängliche Informationen, die auch der Konzern selber noch rausgegeben hat, versehentlich. Anhand derer du gesehen hast, ey, der macht hier irgendwelche komischen Sachen, das kann nicht so ganz in Ordnung sein. Die machen hier Schmuh in Island. Genau, aber ich hab nie Angst, dass ich da verhaftet werde. Das war also, ich weiß nicht, ob die Australier einfach Angst hatten für mich. Das also war nicht sehr ernsthaft. Ja, die wollten erstmal die Informationen haben. Die wollten nicht, dass du vorher weggefangen wirst, wahrscheinlich. Wahrscheinlich etwas, ja. Aber das ist also nicht seriös. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie, dass jemand mir auf diese Schiene... Aber jedenfalls, was interessant war, dass die genau dieselbe Firma in Island, in Australien auch untersucht haben. Und das war sehr interessant, dass ich da eine Art Position hatte für die australische Regierung. Ich weiß nicht, was da danach lief. Ich habe keine Ahnung. Diese ganze Geschichte Alusys ist dann für mich fertig. Okay. Haken wir mal deinen ganzen Teil ab jetzt. Das heißt publizistische Tätigkeit. Musiker, also mit Herz und Seele. Menschenrechtsexperte könnte man sagen. Du bist ja da auch rumgereicht worden als Experte. Du warst immer wieder Berater von verschiedenen Institutionen. Nein, ja, ich wurde nicht Berater, also ich wurde zweimal an die UNO-Versammlung für die Menschenrechtskommission geschickt als Vertreter einer amerikanischen NGO. Zweimal war ich in Genf als Vertreter einer dieser NGO in der Jahresversammlung der Menschenrechtskommission. Da war ich also ein Beobachter. Okay, das klingt für mich jetzt erstmal nach einer sehr vorzeigbaren Vita. Anders als zum Beispiel bei Annalena Baerbock, die da sehr viel gemacht hat, was man vielleicht kreativ nennen könnte, ja, mit ihrer Vita. Und jetzt liest sich der unbedarfte Zuschauer den Wikipedia-Artikel von dir durch und geht dann da vielleicht... Hat es jetzt nicht jetzt gemacht, sondern liest sich das Ganze durch im Jahr 2017, 18, 19. Und da fällt es ihm quasi wie Schuppen vor den Augen und denkt sich, oh, der Elias Davidson, das ist ja ein ganz schlimmer Finger. Also das ist ja eine Unperson. Und jetzt kommen wir quasi ins Spiel. Das heißt, einer dieser Autoren war ein sogenannter Felix. Jörg Matthias Claudius Grünewald im realen Leben. Das hat er uns zu verdanken, dass wir das veröffentlicht haben. Und der schreibt also deine Vita runter. Und ich habe also ein paar Sachen hier, wo man sagt, oder das ist also der Kern. Eigentlich geht es gleich in der Einleitung los. Nicht, dass du Komponist bist, dass du vielleicht publizistische Tätigkeit gemacht hast, ganz intensiv in Island. Das Erste, was man sieht, du bist ein Komponist
von Übungsstücken. Hast du vorhin Übungsstücke erwähnt? Ich habe nichts davon gehört. Nein. Wie kommt er darauf? Und da stand auch vorher was anderes drin. Magst du dazu mal was sagen? Also das ist ja eine relativ seltsame Geschichte, die da stattfindet. Dein Artikel ist von 2011, glaube ich, oder 2012 der erste Eintrag. 2011, ja. Ja, in der Wikipedia. Das erstmal wird dann nochmal ganz sachlich gearbeitet und plötzlich kommen dann solche Sachen. Du bist Komponist von Übungsstücken. Das diskreditiert ja deine gesamte musikalische Laufbahn. Also wenn du Komponist bist, du bist E-Musiker, du bist in Island als E-Musiker geführt, wirst als Auftragskomponist eingeladen von verschiedenen Institutionen und das gibt's auch Folgeverträge. Ich habe hier haufenweise Hefte, die übrigens nicht im Eigenverlag, ist immer für die Wikipedia ganz wichtig, ne, die immer da so ganz großen Wert drauf legen, die das nicht im Eigenverlag machen, sondern das ist halt in diesem Fall, ich kann es nicht lesen, das ist, welcher Verlag ist das? Das war also, das war erstmals, das habe ich übernommen, das ist so. Ja. Erstmals war das für isländische Musikzentrum. Okay. Aber dann habe ich diese ganze Sachen von der isländischen Musikzentrum übernommen, damit ich es selbst vertreibe. Ja, das würde jeder Musiker machen. Wer im Musikgeschäft unterwegs ist, kennt das. Wenn du selber dein eigener Verleger bist, hast du immer die besseren Karten. Aber das fing alles anders an. Das heißt also, du spielst vor in Island. Die sagen, super Stücke, verlegen wir sofort. Ja, klar, und zwar Stante Pedel. Das wird sofort genommen, da wird nicht groß diskutiert. Da waren also eine ganze Menge davon. Genau. Das hört sich hier jetzt aber ganz anders an. Also Komponist von Übungsstücken. Das ist Schwachsinn. Also es ist diskreditierend. Ja. Aber ich möchte hier darauf beharren. Es war sachlich erstmals in Wikipedia. Da stand einfach, der Davidson hat sehr viele Stücke für Kinder komponiert mit bildhaften Titeln. Was auch stimmt. Die Titel sind alle sehr bildhaft. Ich hab dir mir fast so viel Zeit gegeben, einen guten Titel zu finden, wie die Musik zu komponieren. Es hat wirklich viel Mühe gegeben, das Stück hochgradig musikalisch und mit guten Titeln. Okay, also jetzt sind wir hier dabei, das heißt also, wir haben jetzt diese typische Form in der Wikipedia, wie man eine Vita herunterschreibt. Ja. Das heißt, wir haben es jetzt, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt ja in Folge, wo sind wir heute? 69, ich müsste jetzt spinnen, weil ich es nicht genau im Kopf habe, ich glaube 68, 69 sind wir heute. So, das heißt also, wir haben schon in den 67 Folgen vorher das in epischer Breite ausgearbeitet. Genau. Wie macht man das? Man lässt deinen gesamten publizistischen Teil weg. Der taucht in der Wikipedia so gut ja wie gar nicht auf. Richtig. Jetzt bist du jemand, der investigativ forscht. Das heißt also, du bist investigativer Journalist, hast auch da eine große Expertise zu verschiedenen Themen. Unter anderem eins haben wir jetzt aufgerollt, was doch nie bekannt war. Das wird alles weggelassen. Gut, das konnten Sie jetzt vielleicht nicht wissen, ja, aber die anderen Sachen können Sie ja wissen. Ich hab hier große Bücher liegen. Und dann macht man selektiv, sucht man sich Sachen raus, die schon mal vielleicht nicht ganz so gut aussehen. Also was macht der Musiker und interessiert sich für politische Themen? Also der hat auch wahrscheinlich davon keine Ahnung. Das ist das, was in der Zwischenzeile steht, was nicht auf dem Text steht. Und dann kommen solche Sachen, Davidson, der nach eigenen Angaben, das ist übrigens auch ein Stilmittel, was in der Wikipedia sehr häufig benutzt wird. Nicht, dass man sagt, Elias Davidson ist Diplom-Klavierspieler, ist Diplom-Klavierlehrer. Der hat in Köln einer der renommiertesten Musikhochschulen in Deutschland überhaupt studiert, sondern nach eigenen Angaben. Ne? Der nach eigenen Angaben neben Klavier auch Akkordeon und so weiter spielt. So. Lithophon. Du bist der Erfinder des Lithophons. Des isländischen Lithophons. Genau. Nicht des Lithophons. Haben wir eigentlich Lithophon? Haben wir die Klangplatte eigentlich hier? Nein, wir haben es da vorne. Das macht nichts. Lithophon ist einfach ein Steininstrument. Genau. Und Lithophon gab es in den alten Zeiten in Vietnam. Der erste Lithophon, der gefunden wurde, war 2000 Jahre alt. Das ist im Musée de l'Homme in Paris verwahrt. Ein ganz großer Stein, der sehr, sehr schön klingt. Also Lithophon ist bekanntlich, in Togo wurden Lithophone entdeckt, in England und so weiter. Ich habe in Island auch Steine gefunden, die sehr gut klingen, aber so ein Instrumentarium. Ich nenne das isländische Lithophon, weil es eine andere Form irgendwie der Handhabung. Und das habe ich also entdeckt und entwickelt und aufgebaut und damit auch konzertiert. Also konzertante Musik auch geschrieben dafür. Auch dafür geschrieben, ja. Und dann das Ganze auch aufgeführt. Das taucht hier in der Wikipedia gar nicht auf, wir kennen das.
So, in der Summe, wir brauchen jetzt da gar nicht so darauf, in der Summe darauf einzugehen, es ist schon in den anderen Sendungen vorangegangen, wir haben das alles schon mal aufgedröselt. In der Summe ist das eine veritable Rufmordkampagne, die da stattfindet. Ja, natürlich. Und da waren also 6 oder 7 verschiedene Elemente, die insgesamt ein ganz anderes Bild von meiner Person herstellen sollte. Das war ein Vorsatz, von Felix oder von Herrn Grünewald. Er hatte dann die Absicht, mich Rufmord also zu begehen. Er hat also ganz vorsätzlich da gearbeitet. Und darauf wollte ich jetzt hinaus. Also die erste Instanz ging mit Pauken und Trompeten an dich. Das heißt, dir wurden 8.000 Euro Schadensersatz zugesprochen plus außergerichtliche Auslagen 2.000. Die erste Instanz hast du mit wehenden Fahnen gewonnen. Und jetzt fand ich als interessanter Teil, es gibt weitere Korrespondenz, das Ganze geht in die Berufung, also in die nächsthöhere Instanz. Also wir sind jetzt gerade am Landgericht gewesen, du gewinnst das Verfahren, in die nächsthöhere Instanz Oberlandesgericht. Felix, also Jörg Matthias Claudius Grünewald, ficht dieses Urteil an und dann gibt es Austausch, also da gibt es also Anträge. Und in einem dieser Briefwechsel oder in einem dieser Anträge steht dann Folgendes drin, ich zitiere Originalton von Herrn Grünewald bzw. seinem Anwalt. Dein Anwalt sagt ja, das sieht ganz danach aus, als ob das der Herr Grünewald selbst geschrieben hat. Hat dann also einige Indizien, die darauf hinweisen. Das Gericht hat sich übrigens dafür in der zweiten Instanz gar nicht interessiert. Fand ich auch interessant, sehr bemerkenswert. Weil das eigentlich das geht nicht. Also man muss sich am Oberlandesgericht von einem Rechtsanwalt vertreten lassen und kann die Texte nicht selber schreiben. Und das Gericht sagt dann, ja, uns reicht das vollkommen aus, wenn da die Unterschrift von einem Rechtsanwalt drunter steht. Finde ich schon mal bemerkenswert, wie lax das plötzlich gehandhabt wird. Also ich lese Oton Grünewald. Wir reden davon, von einer veritablen Rufmordkampagne in der Wikipedia. Jetzt schreibt Herr Grünewald dazu, oder sein Anwalt, ein an der Wahrheit orientierter Wikipedia-Artikel muss aber zwingend berufsschädigend für den Kläger und Berufungsbeklagten sein. Denn jemand, der solche Schriften verfasst, solche Videos verfasst, solche Interviews gibt und solche Vorträge hält, steht nun mal nur ein sehr schlechter Ruf zu. Das heißt, hier gesteht Herr Grünewald ein, dass es Vorsatz war, dich so herunterzuputzen in der Wikipedia. Und was sagt er nochmal? Ja, ja, ja. Da kommt noch ein Absatz, der haut jetzt fast den Boden aus. Denn eine Enzyklopädie, und sei sie auch online verfügbar, ist nicht nur dazu da, Meinungsstände abzubilden, sondern natürlich auch als Quelle für richtige Tatsachenbehauptung zu dienen. Man schaue sich nur jetzt den durch das Landgericht sterilisierten Artikel über den Kläger und Berufungsbeklagten Davidson an. Also Davidson ist jetzt hier als Kommentar eingefügt. Und man stelle sich dann vor, ein Schüler etwa würde dieses im Rahmen einer Recherche für ein Referat lesen. Dem Schüler würde dann nicht klar, dass es sich bei dem Kläger und Berufungsbeklagten um einen gefährlichen Spinner handelt, sondern er wäre nach dem äußeren Gepräge des Artikels geradezu dazu aufgerufen, sich mit den Schriften des Klägers und Berufungsbeklagten zu befassen, als handele es sich dabei nicht um völlig abgedrehten Unfug. Und das ist aus dem Schriftsatz des Herrn Grünewald an das Oberlandesgericht vom 15.03.2021 von der Seite 2. Ich muss mal was trinken, das geht ja wohl gar nicht. Also ich schätze so, wenn... Also Elias, wir müssen es mal auf den Punkt bringen. Das heißt also, wir reden hier von jemandem, der fanatischer Anhänger der israelischen Regierung ist. Nicht nur der jetzigen, sondern auch der vorangegangenen Regierung. Der war als deutscher Beamter in militärischen Einsätzen in Israel, und zwar im Rahmen von Sahel, wo man sagt, okay, die kämpfen da nicht mit der Waffe, aber wie sagte Dirk Puhlmann, er ist ja in der Etappe unterwegs. So, das heißt, es ist also jemand, als deutscher Beamter wird er freigestellt von seinen Dienstherrn, dafür da runterzufahren, um da bei Sahel was zu machen. Das ist ja auch nicht eine kurze Zeit, sondern das ist eine längere Zeit. Das muss über den Dienstherrn gelaufen sein. So jemand redet jetzt über dich
Und er hat ja noch alle möglichen anderen Sachen eingefügt. Also mittelbar geht es hier um Antisemitismus und dann werden dir über Kontaktschuld noch andere Begriffe angeheftet. Also der Begriff Holocaust-Leugnung und sowas taucht ja auch in deinem Artikel aus. Jetzt muss der Zuschauer wissen, Elias, du bist Kind jüdischer Eltern. Das heißt also, wir reden nicht von irgendjemand hier mit einem christlichen Hintergrund vielleicht, sondern da ist es sowieso schon unanständig genug, aber das ist jetzt nochmal wirklich ein Tiefschlag unter die Gürtellinie. Das heißt, da redet jemand in der Wikipedia schlecht über dich. Das ist jemand, ein Christ, der zum Judentum konvertierte, nämlich der Felix, also Jörg Matthias Claudius Grünewald. Und der putzt dich jetzt in der Wikipedia herunter. Ein Unding, auch nach jüdischen Moralgesetzen, absolut unterste Schublade, geht gar nicht. Okay, ich reg mich schon wieder auf an der Stelle. Gut. Aber ich wollte dir nur sagen, meine Eltern kamen aus Deutschland. Das sind deutsche Juden. Ja. Die sind geflüchtet vor dem Nationalsozialismus. Genau, und die sind also geflüchtet oder emigriert nach Palästina, wo ich geboren bin. Ich habe meine Bar Mitzwa gemacht, wie jeder jüdische Kind. Ich war sogar in einer zionistischen Jugendbewegung, als ich jugendlich war. Und ich war also zionistisch geprägt. Und dann habe ich entdeckt, dass Zionismus eine rassistische Ideologie ist. Und dann habe ich also gesagt, nein, mit Zionismus möchte ich nichts mehr zu tun haben. Zionismus hat eine symbiotische Beziehung zum Antisemitismus. Das heißt, sie bedingen sich gegenseitig. Das ist vielleicht nicht ganz klar für den Hörer, aber für jemanden, der die jüdische Geschichte kennt, versteht das, warum es so ist. Und ich habe nur nachträglich, sehr viel später, entdeckt, dass der Gründer des Zionismus, Dr. Theodor Herzl, diese Symbiotik schon erkannte. Aber er hat es nicht öffentlich gemacht, er hat es in seinen Tagebüchern geschrieben. Er hat also die Antisemiten gebeten, sie sollen einen Fußtritt an den Juden geben, damit die Juden zum Zionismus überkehren. Und als die sollen die dahin schubsen. Genau. Ja. Und als die Zionisten erstmals ihren ersten Jahrestreffen in München halten wollten, hat die jüdische Gemeinde in München protestiert bei der Gemeinde und sagt, nein, wir wollen die Zionisten in München nicht haben. Sie müssten das nach Basel verlegen, weil die jüdische Gemeinde gegen die Zionisten war. Okay, das heißt also, wir haben hier einen historischen Streit. Der ist nicht jetzt angefangen, sondern der fing schon vor 50, 60, 70, 80 Jahren an. Vor mehr als 100 Jahren. Das ist also ein Grundsatzstreit innerhalb der jüdischen Gemeinde, würde ich jetzt sagen, innerhalb der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Aber ein Leser, der jetzt die Wikipedia sich anschaut, wird denken, der liest natürlich dann irgendwie Antizionismus, klickt da vielleicht drauf, in der Wikipedia ist das sofort verlinkt, dann sieht er Antisemitismus. Also er würde von dir denken, du bist ein Nazi. Das ist ja das, was oben drauf ist. Und das heißt also... Darf ich jetzt nachhaken? Und zwar, meine Einstellung gegenüber Zionismus ist eine Einstellung von allen Humanisten im Judentum. Und auch von den ganz religiösen Juden. Also die ganz religiösen Juden verwerfen den Zionismus als eine Gottlästigung, als eine beten. Weil der Jude darf nicht ein Staat oder eine Nationalhymne beten. Das ist Gott, das ist gegen Gott. Die ganz religiösen Juden verwerfen den Zionismus und stellen sich gemeinsam mit den Palästinensern und mit Iranern, die auch den Zionismus verwerfen. Und dann gibt es die Juden, die Humanisten sind, Demokraten wie ich. Ich bin nicht religiös. Meine Verwerfung des Zionismus ist, weil ich demokratisch denke, weil ich für die Gleichberechtigung von Menschen. Und die Gleichberechtigung ist nicht im Zionismus vorhanden. In Israel, das auf Zionismus begründet, ist begründet auf Diskriminierung der Nichtjuden, besonders der Palästinenser. Das heißt, der Staat Israel ist begründet auf Diskriminierung. Es ist grundsätzlich, es ist nicht eine Frage von der Politik, die eine oder andere Regierung, sondern der Zionismus ist im Grunde eine rassistische Ideologie. Und das kann ich natürlich nicht vertragen als Humanist und als Demokrat. Und das hat mit Antisemitismus, das Gegenteil von Antisemitismus. Also weil ich Antisemitismus verwerfe und Rassismus, dann muss ich auch den Zionismus verwerfen. Okay. Gut, also wir haben hier einen fanatischen Anhänger der
israelischen Regierung, auch dieses israelische Regierungsprogramm mit allen den Ausformungen, die wir jetzt gerade schon hatten und angedeutet haben. Und der behauptet von dir alle möglichen unanständigen Sachen. Jetzt sind wir im zweiten Verfahren. Jetzt gerade den Schriftwechsel haben wir ja gerade schon schlagartig beleuchtet. Und jetzt kommt das zweite Verfahren und da passiert etwas ganz Seltsames. Das Gericht dreht sich um 180 Grad. Das Oberlandesgericht fällt ein Urteil, was mit dem ersten Urteil so gut wie gar nichts zu tun hat, negiert alles, was im ersten Urteil gefallen ist und sagt jetzt, es ging ja im Wesentlichen um die Geldentschädigung, das ist jetzt alles vom Tisch, das muss der Felix nicht bezahlen. Richtig. Genau. Und aber Felix schreibt ja nicht mehr im Artikel, das heißt, also was ist denn, aber da ist doch noch was passiert, also ihr habt ja von ihm eine Unterlassung, die habt ihr bekommen. Das heißt also, diese unanständigen Einträge, die darf er nicht mehr machen. Okay, also den Teil haben wir, aber jetzt geht es also um die Geldentschädigung. Das wäre ja auch jetzt weltweit ein Unikum gewesen. Also das ist das erste Mal, dass ein Wikipedianer auch Geldentschädigung dafür für sein Tun da zahlen musste. Das haben wir, das ist jetzt wieder vom Tisch. Das heißt also, dieser Jörg Matthäus Claudius Grünewald, der ist jetzt freigesprochen von der Entschädigung. Was noch aufgetreten ist, das ist ein sehr, sehr niedriger Streitwert gewesen, der da angesetzt wurde vom Gericht, vom Oberlandesgericht. Wohlgemerkt, Dirk Pohlmann und ich sind ja von diesem Felix in Hamburg verklagt worden und dann wurden da Zahlen aufgerufen, 218.000, glaube ich war das, also irgendwas 200.000 plus an Streitwert und wir dachten, was ist denn jetzt los? Und auch unser Rechtsanwalt sagte, das hat er in dieser Höhe noch nie gesehen in der Form, schon gar nicht in diesem Zusammenhang. Und jetzt auf einmal taucht bei dir ein Streitwert auf, der deutlich unter 20.000 Euro liegt und das ist ganz wichtig. Eigentlich in gleicher Sache. Das heißt also, das blockiert jetzt erstmal pro forma die Möglichkeit, an den Bundesgerichtshof zu gehen, also dieses Verfahren kontrollieren zu lassen, ob da nicht eventuell Schmuh gelaufen ist. Und da sind wir jetzt bei einem Thema, ich glaube, da kannst du uns noch mal weiterhelfen. Was ist mit den deutschen Gerichten los? Du hast mir eine ganze Menge darüber erzählt. Ich wusste schon einiges aus anderen Recherchen. Es gibt hier offensichtlich einen ganz großen Schiefstand, also eine komplette Fehlentwicklung. Entwicklung kann man es gar nicht nennen. Ich glaube, das ist schon seit Ewigkeiten so gewesen, hat sich nicht groß geändert. Also die deutsche Justiz, also ich bin natürlich Isländer, ich komme nach Deutschland, ich kenne nicht alle Facetten der deutschen Gesellschaft. Was ich jetzt erlebt habe, seit ich in Deutschland bin, ist, dass die Justiz in Deutschland die schlimmste Sphäre des Öffentlichkeit ist, nach meinem Verstand. Die Justiz in Deutschland hat mit moderner Justiz und mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Ich hake mal ein, du hast mir ein Stichwort genannt, auf das ich jetzt kommen möchte, genau an der Stelle. Du hast mir gesagt, von Strafprozessen in Deutschland gibt es keinerlei Aufzeichnungen keine exakten Aufzeichnungen der Aussagen, die zum Beispiel ein Zeuge gemacht hat. Ist das korrekt? Also natürlich ist es korrekt. Das weiß kaum ein, sogar Anwälte wissen es nicht mal. Ich kenne Anwälte, die es nicht wussten. In Strafprozesse bei der OLG, bei den Oberlandsgerichten, gibt es kein Wortprotokoll. Das heißt, es wird nicht aufgezeichnet, was die Zeugen oder die Gerichter oder die Anwälte gesagt haben im Gerichtssaal, in der Verhandlung. Wenn eine Woche später jemand sagt, was hat der Richter gesagt, was hat der Zeuge gesagt, dann kratzen sich die Leute am Kopf und sagen, vielleicht hat er das gesagt oder das gesagt. Das ist ganz besonders schlimm in Strafprozesse oder in politischen Prozesse. Das ist überhaupt nicht aufzuzeichnen, was die Leute da im Gerichtssaal sagen. Das ist unglaublich. Falmunir L. Motasadek, das ist ein Stichwort in der Richtung. Also das heißt, was ist da gelaufen? Das ist ein Mann, der wurde von den Amerikanern, die haben also den Kanzleramt angerufen, sagt, wir brauchen jetzt einen Sündenbock für 9/11. Wir haben niemanden in Amerika, den wir zum Gericht bringen können, wegen 9/11. Wir haben auch keinen, die Amerikaner haben niemanden zum Gericht gebracht für 9/11. Aber die haben einen Deutschen, also einen Student, der in Deutschland war, und die möchten, dass der Kanzleramt dafür sorgt, dass er ins Gericht, dass er in den Knast kommt. Munir El-Motasadek, ein marokkanischer Student in Hamburg, der war befreundet mit Mohammed Atta, der angeblich in der 9/11 ein Pilot war. Angeblich. Dafür gibt es überhaupt keine Beweise.
Es gibt keinen Beweis, dass er nicht mal in Amerika war. Dieser Mohammed Atta, der hatte studiert in Hamburg, aber befreundet mit Munir und so weiter. Aber die haben da eine Konstruktion gemacht und das Gericht in Hamburg hat einfach gesagt, gut, wir gehen davon aus, dass Mohammed Atta ein Täter war und dass sein Freund Munir ihm eine Beihilfe gegeben hat. Ich habe ihm 5.000 D-Mark geschickt. So, dafür musste er jetzt 15 Jahre in Haft, weil er eine Beihilfe zu einem Massenmord begangen hätte. Munir hatte natürlich keine Ahnung von irgendeiner Planung von einem Terroranschlag und das wusste ich schon aus Island. Ich habe dann aus Island an den Richter und an seine Verteidiger geschrieben, die sollen bitte die Beweise von der Teilnahme von Mohammed Atta in Amerika, diese Beweise fordern von Amerika. Weil mir ist keine Beweise bekannt, dass Mohammed Atta überhaupt mit diesen Anschlägen etwas zu tun hatte. Einer von diesen ist ein bekannter Staranwalt in Deutschland, heißt Herr Strate. Der war auch in die NSU-Verfahren ganz bekannt, hat mir keine Antwort geschickt. Der hat weiter das gemacht. Diese Anwälte von Munir haben in Wirklichkeit mit dem Staat zusammengearbeitet, damit der Munir ins Haft kommt. Ich habe Munir el-Murtasadeh viermal im Knast besucht, letztes Mal mit meiner Frau und Sohn. Ein ganz netter Mann, ein frommer Muslim, hat mit Straftaten nichts zu tun. Er war 12 Jahre im Haft in Hamburg. Da wurde danach verschoben nach der Marokko, wie ein Krimineller mit Handschellen im Flugzeug, verschoben nach Marokko und wurde doch noch diffamiert von den Zeitungen als ein ganz gefährlicher Terrorist. Dass er ein Terrorist war, hat aus der BGH sogar gesagt. Das Bundesgerichtshof hat in einem Antrag, dass er freigesetzt wird, also nicht so 15 Jahre, hat gesagt, er ist zu gefährlich, um ihm zu frei zu sein. Also so ein Justizmord ist mir nicht bekannt in der deutschen Geschichte. Also Rufmord durch die Justiz, ne? Genau. Ist nicht mehr Rufmord. Ja. 12 Jahre ist nicht Rufmord. 12 Jahre Knast ist mehr als Rufmord. Die haben 12 Jahre von diesem Mann kaputt gemacht. Und er hat Familie und so weiter. Das ist eine Schande für Deutschland. Nicht nur der Justiz, für ganz Deutschland. Warum? Weil von diesen 83 Millionen Deutschen war nur eine Person in Deutschland, der gesagt hat, das ist eine Ungerechtigkeit. Nicht ich, ich bin kein Deutscher. Ein Deutscher hat es gesagt. Dr. Andreas von Bülow, ehemaliger SPD-Minister. Und es gibt einen ähnlichen diskreditierenden Artikel zu an Dr. Andreas Bülow in der Wikipedia. Das heißt, offensichtlich könnte man sagen, das scheint hier der Auslöser gewesen zu sein, warum du in der Wikipedia, man müsste schon fast sagen, dienstlich bearbeitet wurdest. Ne? Wir wissen jetzt nicht, wie der Zusammenhang ist zwischen einem Felix und irgendwelchen Diensten, aber also man müsste mindestens davon ausgehen, dass er das entweder freiwillig macht, also als fanatischer Anhänger von irgendetwas, oder dass dazu gibt es noch keine Unterlagen oder irgendetwas, aber oder dass er vielleicht sogar da angeworben wurde in der Richtung, so etwas zu schreiben. Richtig. Ne? Können wir nicht sagen. Das ist jetzt einfach, das sind jetzt. Das sind Hypothesen, die wir jetzt mal in den Raum stellen, weil es sieht einfach zu gut konzertiert aus, die ganze Geschichte. Also man sieht, das ist eine orchestrierte Aktion, die nicht nur bei dir so stattfindet, auch bei allen anderen vielen Leuten, die sich mit 9/11 beschäftigen. Ich habe hier auf dem Tisch haufenweise Bücher liegen dazu. Ich will mal zwei in die Kamera halten. Das eine ist dieses Buch hier. Psychologische Kriegsführung und gesellschaftliche Leugnung, da geht es um 9/11. Da gibt es eine verbesserte Ausgabe, also auch wenn jemand die ältere Ausgabe hat, wie ich auch. Ich habe die neue auch, da gibt es also ein paar Zusatzinformationen. Also Elias hat sich da quasi akribisch reingearbeitet. Übrigens nicht, wie in der Wikipedia behauptet wird, dass da irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet werden, sondern einfach nur die Fakten aneinandergereiht werden. Und dann ist die Frage, was aufgrund dieser Fakten, zu welchen Thesen komme ich?
Und da werden auch keine Thesen von fremden Leuten transportiert, sondern das sind deine Gedanken, die Überlegungen, die du da drin in den Büchern hast. Und dieses hier, America's Betrayal Confirmed. 9/11 Prepares Cover-Up and Impunity. So. Kann ich da etwas sagen? Nein, darfst du natürlich nicht. Ich darf dazu was sagen. Also in meinen Büchern stelle ich normalerweise 90% oder 95% sind Fakten, ganz harte Fakten. Und darüber hinaus kommen auch meine Überlegungen. Überlegungen bei diesen Büchern sind nur ganz klein. Die Überlegungen überlasse ich normalerweise den Leser. Ich gebe ihnen Fakten. Das ist meine Stärke. Die Fakten, nicht die Überlegungen. Die Überlegungen können wir diskutieren, aber die Fakten sind da. Und mir wurde, seit ich publiziere, in den 70er Jahren, hat mir niemand einen falschen Fakt gezeigt, dass ich eine falsche Tatsachebehauptung behauptet habe. Da hat niemand. Diese Bücher, die ich veröffentlicht habe, 6 Bücher, es gibt keine einzige negative Rezension. Niemand wagt sich an diesen Büchern. Ja, also ich habe auch den Verdacht, dass das wahrscheinlich der Ursprung ist dieser ganzen Aktion, die da gegen dich gemacht wird. Da gibt es zum Beispiel das Buch über den Anschlag in Mumbai, das Braune. Das ist 905 Seiten. Das müssen wir mal so zeigen, ne? Das ist ja mal die Ansichtsseite. Ich habe 2 Jahre daran gearbeitet. So ein dicker Wälzer. Das ist in Deutschland vielleicht nicht sehr bekannt, diese Anschläge in 2008 an den Hotels und so weiter in Mumbai in Indien. Ich habe das erstmals gedacht, ich würde jetzt ein Kapitel in ein Buch schreiben über diese Anschläge. Aber dieses Kapitel wurde so groß, dass es jetzt 905 Seiten ein Buch, das ist also die vollständigste Untersuchung, die es überhaupt gibt über diese Anschläge. Wurde in Indien veröffentlicht, das ist 2. Ausgabe schon, und wurde auch nach Urdu übersetzt, das ist eine Urdu-Übersetzung, in Pakistan erschienen. Ja, so, von diesem Buch. Das gleiche Buch nochmal. Ja. Die scheint es mit den Farben etwas anders zu haben. Ja. Genau. Und ich möchte da einfach sagen, dass dieses Buch, übrigens bekam ich einen Buchpreis für dieses Buch, das Buchpreis für dieses englischsprachige Buch habe ich einen Preis bekommen in London von einer Stiftung. Das wurde mir im House of Lords gereicht. Ich habe nie gedacht, ich werde irgendwann in House of Lords geehrt worden. Gut, das war nicht die House of Lords, das war eine Privatveranstaltung, aber im House of Lords, wo ich diesen Preis bekommen habe für das Buch über Mumbai. Und da kamen Leute aus Pakistan geflogen, Journalisten, um mich zu interviewen in London. Mhm. So. Jetzt sind wir ein bisschen weggedriftet. Also ja, genau. Dieses Thema ist, wir waren ja bei der deutschen Justiz. Und was mich daran noch interessierte, wenn man sich jetzt versucht, von solchen Prozessen mit politisch brisanten Themen, also politische Prozesse können wir es nennen, wenn man von solchen politischen Prozessen versucht, die Unterlagen zu bekommen, zum Beispiel einfach nur das Urteil, wo da drüber steht im Namen des Volkes, was passiert dann? Bekommt man Sachen, das ist Verschlusssache. Also das heißt... Wie kann das sein, dass ein Urteil im Namen des Volkes erfolgt und dann Verschlusssache ist? Also ich kann das verstehen bei Familienstreitigkeiten, das muss nicht öffentlich sein, wenn man da irgendwie einen Rosenkrieg ausfechtet, okay. Aber wenn da ein politischer Prozess ist, das ist ja eine große Sache, zum Beispiel auch viele Anschläge, die haben ja eine politische Motivation. Und dann bekomme ich da keine Unterlagen, wie kann das denn sein? Das ist so. Da kann man nichts tun. Aber ich sehe doch ab und zu, dass da aus solchen Prozessen veröffentlicht wird, ja, zum Beispiel am Spiegel oder sowas. So, das heißt, der Richter oder die Anwälte, die stellen diese Unterlagen an diesen Journalisten, das müssen dann befreundete Journalisten sein. Das geht einfach unter dem Tisch. Unter dem Tisch? Ja. Unter dem Tisch heißt bei mir Korruption. Ja, eine Art Korruption. Das heißt, wenn ich einen Anwalt kenne, der diesen Text hat und mit ihm befreundet bin, das habe ich auch ich habe es auch bekommen. Ich habe zum Beispiel vom Anwalt von Munir Zugang zu Akten bekommen. Aber das habe ich nicht veröffentlicht. Okay, aber das ist doch ein ganz wesentlicher Aspekt von Demokratie. Demokratie heißt ja vor allen Dingen, dass
dass der Wähler, dass das Volk Zugang zu Informationen bekommt, und zwar gleichen Zugang zu gleichen Informationen. Jetzt haben wir hier ein Informationsgefälle, was hegemonial begrenzt wird. Richtig. Das heißt also, da gibt es Zugang für ganz bestimmte Kreise. Man könnte ja fast mal so die These in den Raum stellen, ach, die vom Spiegel, FAZ oder was auch immer, von denen weiß ich ja, dass die eine entsprechende Berichterstattung machen. Die kriegen jetzt Zugang zu den Akten, und jemand wie du, der eine ausgesprochen kritische Berichterstattung macht und da mal nachforschen würde und nachhaken würde, der kriegt die Akten nicht. Richtig. Also als Beispiel, ist ja Informationsmanagement der übelsten Art. Das würde ich normalerweise Diktaturen zuschreiben. Wir sind schon wieder beim Stichwort Fassadendemokratie. Richtig. Ich gebe ein Beispiel. Anis Amri ist doch ein Begriff. Anis Amri ist ein Begriff für diese Berliner, sogenannte Berliner Anschläge oder wie man es heißt. Und das hat zwei Tage nach dieses Ereignis hat CNN einen Bericht von Deutschland bekommen, von Freunden, 345 Seiten, ein Bericht über Anis Amri. Zwei Seiten, zwei Tage später. Da ist aber jemand sehr schnell am Tippen gewesen. Zwei Tage später hat die CNN einen Bericht von über 300 Seiten bekommen, der kein Deutscher bekommen hat. Aber CNN hat es bekommen von deutschen Freunden. Zwei Tage über diesen Amri. Von deutschen Freunden, was sind das für deutsche Freunde? Irgendwo aus dem Bereich der Dienste, aus dem Staatsapparat, oder woher kommt das dann? Von der GBA, von der BKA, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Also es ist ein Bericht, der von einer deutschen Sicherheitsbehörde gemacht wurde. Ja. Und dieser Bericht umfasst 200 Seiten. 345 Seiten. 345 Seiten. Zwei Tage nach dem Anschlag haben die schon 345 Seiten zusammengetragen. Fleißig, fleißig. Die sind wirklich gut und schnell am Arbeiten. Die haben wahrscheinlich dann also auch bestimmt 500 Mann da, die jeder nur eine Seite schreiben, und dann kann man da mal eben schnell so einen Bericht zusammen verfassen. Das war, als der Amri noch im Leben war, bevor er hingerichtet wurde. Bevor er bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurde, ist doch die offizielle Variante. Ne? Okay, Elias, ich möchte das Buch natürlich, weil das ist ein ganz wichtiges Buch, was sonst kaum jemand in dem Umfang überhaupt zu dem Thema hatte. Nein, das ist das einzige Buch, möchte ich sagen, dass es auch bekannt wird. Das ist das einzige Buch über das Ereignis in Berlin, das als größter Terroranschlag in der deutschen Geschichte nach der Oktoberfest wurde das bezeichnet. Und das ist das einzige Buch darüber. Es wurde totgeschwiegen von allen Medien. Gibt es keine Rezension darüber, gar nichts. Nicht erwähnt, dass es existiert. Genau. Und zum Beispiel die Bonner, ja. Die Universitätsbibliothek in Bonn verweigert das Buch in ihr Bestand zu nehmen. Ja, also wir haben diese Form von Zensur, ist es ja wirklich eigentlich auf allen Ebenen, die da stattfindet. Ja. Entweder durch Druck vom Staat, also indirekte Zensur, die irgendwie über Bande erfolgt, so wie auch wie das, was du gerade erzählst, also wird verweigert, in den Bestand aufzunehmen und solche Geschichten, ja. Sowohl als auch ganz direkte Zensur. Wir haben jetzt ja gerade Telegram, da geht es jetzt richtig rund, das heißt, auf Telegram werden Kanäle durch Druck des Staates Deutschland auf Telegram, wenn es da Kanäle beschränkt und vorgeblich wegen Hassrede, in Wirklichkeit habe ich es schon gesehen, da geht es um Kanäle, die sich um das Coronavirus kümmern. Eben nicht Hassrede, sondern da geht es um sachliche Informationen, die den Herrschenden, die dem Hegemon nicht in den Kram passt, und diese Kanäle werden da beschränkt, vor allen Dingen erstmal Diskussionskanäle. Ist übrigens der Anfang jetzt davon, dass ich sage, wir müssen uns von Telegram emanzipieren, genau wie wir das von YouTube gemacht haben. Bei YouTube hatte ich ja schon mal einen Vorschlag gemacht, nämlich das PeerTube-System. Und viele alternative Medien setzen jetzt ja auf PeerTube. Alternative Medien ist der falsche Begriff. Freie Medien, das ist, oder unabhängige Medien, das ist der Punkt. Und wir müssen dann nochmal jetzt wahrscheinlich für Telegram das Gleiche machen. Das heißt, wir brauchen eine Emanzipation von diesen Medien, die fremdgesteuert sind, hin zu Medien, die nicht steuerbar sind. Das heißt, dass man dann wirklich als Bürger frei seine Informationen austauschen kann. Also jetzt sehen wir diese Form von Zensur ganz breitbandig. Und die Frage ist jetzt, wo führt das hin? Das ist doch keine demokratische Gesellschaft. Also wir sind wieder bei dem Stichwort Fassadendemokratie. Klar,
das ist doch kein Geheimnis. Jeder, der etwas mit Politikwissenschaft zu tun hat oder ein bisschen die Augen im Kopf hat, er weiß, dass wir keine Demokratie haben. Es wird natürlich gesteuert von den großen Geldgeber. Und ich habe leider jetzt nicht ein Beispiel zu sagen, aber ich habe nur ein kleines Beispiel über die Diskrepanz zwischen die Geld, also die Politik und die wirklich die Finanz. Also wenn man zum Beispiel sagt, die Merkel oder wie er es ist, das sind reiche Leute, die haben 2 Millionen als Vermögen, zum Beispiel ein ganz großes Haus und schöne Autos. Wie heißt der Spahn, der hat ein Haus von 4 Millionen, aber das ist ein Bettler. Also im Vergleich, wenn man zum Beispiel die 100 Euro-Scheine aufstapelt, dann bekommt zum Beispiel der Spahn, würde vielleicht 3 Meter hoch stapeln von 100 für 4 Millionen Euro. Mhm. Aber wenn man jetzt das Vermögen von einem Bill Gates, dann wird es 10 Kilometer hoch sein. Aber man muss sich vorstellen, 10 Kilometer Stapel und mit 4 Meter Vergleich. Das heißt, und der Bill Gates, das ist nur der eine, da gibt es noch andere. Also der Stapel von diesen 8 größten Reichte, das ist so eine Billion, das ist ein Stapel von 100 Kilometer. Also wir können auch einfach das auf den Punkt bringen, also es geht in der gesamten Weltgeschichte oder der jüngeren Weltgeschichte nicht mehr um Staaten, die gegeneinander kämpfen, das ist für den kleinen Mann, hast du mal gesagt, also das ist für den dummen Bürger, der da dumm gehalten wird, sondern es geht immer um Leute, die ganz, ganz viel Geld haben, obszön viel Geld haben, mega reiche Leute, superreiche, die das Weltgeschehen auf eine ganz bestimmte Art und Weise so steuern, dass sie ihre Macht mehren. Geld haben sie schon genug, das können sie nicht mal mehren, dafür kann man sich nichts mehr kaufen, also wenn man jetzt dann auch das Doppelte oben drauf setzt, sondern sie wollen eine Machtanhäufung haben. Und die ich weiß nicht, als was fühlen die sich, als Götter oder ja, das ist, die glauben, dass die gute Ideen für die Welt, für die 7 Milliarden haben sie gute Ideen und jetzt möchten sie die 7 Milliarden steuern. Sagen, die 7 Milliarden sollen in diese bestimmte Richtung gebracht werden. Sie spielen Gott in Wirklichkeit. Mhm. Ich wollte doch etwas sagen, das ergänzen, was du sagst. Man muss wirklich in Betracht ziehen, dass mit Kleingeld, ich sage Kleingeld, diese Leute jede Regierung kaufen können. Was ich mit kaufen bezeichne. Das heißt nicht, man kauft sie nicht, die werden nicht Sklaven. Man finanziert ihre Wahlen, man finanziert Stiftungen, man finanziert Medien, die sie unterstützen und so weiter und so fort. Experten und so weiter. So läuft das Kauf von Politik. Das heißt, die Politiker werden in Wirklichkeit ja gekauft, auch wenn sie nicht persönlich Milliarden erreichen. Sie werden einfach gedrängt, die können nicht anders. Sie werden gedrängt, eine bestimmte Politik auszuüben, sonst fliegen sie raus. Diese Leute wählen die Politiker. Die Politiker sind Verkäufer für diese große Vermögensverwalter. Das heißt, wir haben hier keine Demokratie nirgendwo. Die Leute, die solche Summen haben, die können mit ihren Summen jede Regierung kaufen. Alle Regierungen, 200 Regierungen, ohne den Augen zu zucken. Das ist so viel Geld. Also wir können uns nicht vorstellen, was das Geld... Man braucht nicht Milliarden, um jemanden zu kaufen. Man braucht 1 Million oder 500.000, dann kauft man schon... Dann ist der 10.000 im Monat verdient, wenn er 500.000 bekommt, ist er schon sehr glücklich. Also ein Richter, ein Beamter, für ihn ist es genug, wenn er 500.000 bekommt oder eine Stellung oder eine Förderung. Und das gilt auch für Künstler, das gilt für Richter, das gilt für Experten, das gilt für alle. Das sind also quasi alle Themen, die da, das heißt also, die tanzen da im Ballsaal, die machen ihren Kram und wir, das kleine Volk, wird da mal reingelassen, je nachdem, welche Funktion wir da gerade erfüllen könnten. Genau. Und bei dem Reinlassen sind wir jetzt schon bei dem Geräusch, also es sind ja sehr empfindliche Mikrofone, weiß ich, die wir hier haben. Wer sich wundert, warum man da andauernd so ein komisches Miauen zu hören ist, da gibt es nämlich eine Katze, die wird hier nicht reingelassen, die würde gerne reingelassen werden, können wir aber nicht, weil sie dann vielleicht uns das ein oder andere Mikrofon hier demontiert. Und das wollen wir nicht. Okay, also sie müssen jetzt noch ein bisschen mit dem Miauen im Hintergrund leben. Ja, das heißt, wenn du jetzt schaust dir 9/11 an und
das ist ja schon in Summe irgendwie schon abgearbeitet worden. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Interviews auch bei KenFM, darauf wollte ich vorhin auch hinaus. Also wenn es KenFM nicht geben würde, Ken Jebsen nicht geben würde oder jetzt Apolut, die dich dazu interviewt haben, zum Gelben Bus, zu den anderen Büchern, die du über 9/11 geschrieben hast, dann wäre das gar nicht veröffentlicht worden. Das heißt also, diese neuen, unabhängigen Medien verhelfen uns zu einer gewissen Form von Rückeroberung der Demokratie, die ja eigentlich gar nicht da ist. Und das ist natürlich sehr ungern gesehen. Und da sind wir ja schon wieder bei Telegram und bei anderen Kanälen. Man versucht dann auch, die neuen Medien zu beschränken. Richtig, richtig. Ja, es sind dunkle Zeiten. Das heißt, es ist ein ewiger Kampf um Bürgerrechte, könnte man fast sagen. Also um grundlegende Rechte, die zwar auf dem Papier stehen, aber die uns gar nicht zugestanden werden. Man versucht immer, die Sachen irgendwie zu deckeln. Ne? Das heißt also, irgendwie dürfen Informationen nicht an die Öffentlichkeit kommen. Was ich am schlimmsten finde, was du über die Justiz gesagt hast, dass da Urteile nicht veröffentlicht werden, weil sie zu brisant sind. Also man sagt das ja gar nicht. Das ist dann halt, wie hast du es genannt, ist Verschlusssache. Ja, schön. Ne? Also ich als Steuerzahler bezahle das. Aber es ist dann Verschlusssache, ich darf da nicht reingucken. Ne? In meinem Buch Psychologische Kriegsführung gibt es ein ganzes Kapitel über politische Gerichtsurteile und auch Empfehlungen zur Justiz. Also ich habe mich mit diesem Thema befasst, aber ich möchte es nicht jetzt aufrollen in diesem Gespräch. Das müssen die Leute dann lesen. Ich wollte jetzt einfach zu Gespräch nicht auslassen, meinen großen Dank an die Arbeit von Vicky Hausen, die es ermöglicht hat, überhaupt den Felix zu verklagen. Weil ihr, Vicky Hausen, habt ihn enttarnt. Und darüber hinaus ist die Arbeit von Vicky Hausen genauso wie Ken Jebsen eine Aufklärungsarbeit, sehr wichtig, weil Wikipedia ein Werkzeug der Machthaber ist. Oder war oder ist die ist immer noch. Also die immer wenigsten noch. Kennen uns ja. Also wenn man sagt, was ich meinen Film, diese Dokumentation, die dunkle Seite der Wikipedia, haben dann vielleicht jetzt irgendwas um 800.000 Leute kennen das. Das heißt, die haben schon mal einen Einblick bekommen, aber selbst die haben ja noch nicht die gesamte Dimension umfasst, weil der erste Film ist ja noch nicht so umfassend darauf eingegangen, was da eigentlich im Hintergrund läuft. Also da ist noch nicht klar, dass das wirklich von oben gesteuert ist, die ganze Geschichte. Und ja, klar, ich danke dir. Ja, aber das ist ja genauso, also wir machen das ja nicht, um Geld dafür zu bekommen. Ich genauso weiß. Wenig, du hast ja keinen einzigen Cent dafür bekommen, dass du dem israelischen Staat, nicht dem israelischen, sondern dem isländischen Staat, dass da Millionen zurück in die Staatskasse geflossen sind von einem Aluminiumkonzern, der das nicht zahlen wollte ursprünglich. Dafür kriegst du keinen Cent. Wir kriegen, Gott sei Dank, liebe Zuschauer von Ihnen, Spenden dafür, dass wir das machen können. Aber das mache ich ja nicht, damit ich die Spenden bekomme, sondern weil ich weil ich ein Interesse daran habe, dass bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, weil das geht mir einfach komplett gegen den Strich, ne? Also was hier läuft, das geht ja wahrscheinlich genauso, ich weiß ja nicht. Ja, absolut, absolut. Ich tue alle diese Arbeiten ehrenamtlich, ich bekomme kein Geld dafür, für die Bücher bekomme ich als Kleine, also das ist gering, es bezahlt nicht ein Zehntel von meiner Arbeit und meine Kosten. Aber ich tue das auch ehrenamtlich und als mein Beitrag für die Demokratie und Rechtsstaat. Und das sind meine Gegner nicht mal sie sind nicht mal bereit, das zu erkennen. Ich meine, ich bin bereit, über Thesen zu diskutieren, aber meine Gegner sind nicht bereit, diese Diskussion zu schaffen. Ich habe bis heute keinen Journalisten gefunden, der bereit ist, zum Beispiel über diese Themen mit mir in ein Streitgespräch, öffentliche Streife zu kommen. Zum Beispiel, ich habe meine eigene Thesen zur Berliner Ereignis im Breitscheidplatz. Genau. Ich würde gerne mit einem Journalisten diskutieren, öffentlich auf eine Debatte über die verschiedenen Thesen. Aber das bekomme ich näher. Also wie sagte, das war ja nicht Ken, er hat es nur zitiert. Ken Jebsen hat ja mal gesagt, wie war das? Wenn man etwas Journalismus ist, etwas zu publizieren, von dem andere wollen, dass es nicht veröffentlicht wird. Und wenn man etwas publiziert, von dem andere wollen, dass es veröffentlicht wird, ist es PR, mehr nicht. Ne? Ja, dann enden wir mit diesem Satz. Elias, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es ist ja auch nicht üblich, dass man in die Räume gelassen wird. Im Hintergrund dieses wunderschöne Klavier. Wir haben ja mal gestern auch schon etwas länger darauf gespielt. Es ist ein Traum, ist das.
Ich möchte von dir ein Versprechen haben. Ja, und zwar dieses Versprechen, wir haben ja heute erstmalig über diesen Skandal mit der Aluminiumhütte da in Island gesprochen. Davon gibt es noch kein deutsches Dokument. Es gibt überhaupt kein Dokument. Es ist ja auch ein Punkt, wo ein Konzern, ein Staat einfach um die Steuereinnahmen betuppt. Und dann sieht man das auf einmal, dass das Parlament gar kein Interesse daran hat, diesen Konzern irgendwie zu bestrafen, sondern man arbeitet mit dem irgendwie zusammen. Das ist also, sagen wir mal, im Kleinen ist das dann schon genau das, was du beschrieben hast. Wenn man richtig viel Geld hat, kann man sich Staaten kaufen oder kann man sich politische Entscheidungen kaufen. Und zwar nicht direkt, was ja dann ganz offensichtlich Korruption wäre, sondern über das Einladen zum Essen, das hatten wir ja vorhin, oder über sonstige Zuwendungen, über Stiftungen oder was du alles erwähnt hattest. Oh, ich habe etwas vergessen. Wenn du schon diese Geschichte erzählst. Ich habe bekommen von Leuten, die da die Aluminium in Island, die waren im Vorstand, also Vertreter des Staates, und die haben mir so Dokumenten also aus den Sitzungen im Vorstand in Island. Und diese Texte davon habe ich verwendet, um ein Lied zu komponieren für Gesang und Streichquartett. Ah. Und die Texte sind einfach Zitate von diesen Protokolle, von diesen Sitzungen. Und das wurde in Island aufgeführt von einem Sänger mit Streichquartett, Musiker von dem Sinfonieorchester. Da weiß das Publikum ja noch nicht mal, worum es geht, aber du kannst jetzt Fäustchen lachen. Also das ist dein Humor, den mag ich ja auch. Okay, ich glaube, wir müssen da nochmal ran. Also ich finde das einfach unheimlich interessant, was du gemacht hast, von dem ich auch noch gar nicht wusste. Ich kenne dich über dieses Thema 9-11 natürlich, darüber habe ich dich gesehen das erste Mal bei KenFM. Und wir müssen da, glaube ich, noch mal ran. Also das sind also noch Storys, die da im Hintergrund laufen. Das ist ja der Wahnsinn. Liebe Zuschauer, wenn Ihnen das gefallen hat, dann würde ich mich freuen. Im Abspann finden Sie Spendeninformationen, wenn Sie uns einen kleinen Obolus geben. Aber ganz wichtig, Elias, dieses Gerichtsverfahren bedeutet ja auch, dass Kosten auf dich zukommen. Und ich möchte viel lieber, dass Sie dem Elias etwas spenden. Und ich werde jetzt nämlich gleich eine Spendeninformation einblenden für Elias, also zu diesem Thema. Und wir hatten da noch eine Geschichte. Der Verdacht steht ja im Raum, dass es sich bei deinem Verfahren in der zweiten Instanz um ein ganz klar politisches Urteil handelt. Das heißt also, da geht es nicht um Rechtsprechung, sondern um etwas anderes, weil das so auffällig in vielen, vielen Punkten nicht dem entspricht, was man halt hätte erwarten können. Und da könnte man ja fast sagen, vielleicht sollten sich mal die Richter daran beteiligen. Vielleicht, das wissen wir ja nicht, vielleicht sind die ja unter Druck gesetzt worden. Also ich gehe ja nicht davon aus, dass die böswillig sind in der Form, sondern vielleicht konnten sie gar nicht anders, weil irgendjemand denen ein Angebot gemacht hat, was sie nicht ablehnen konnten. So würde man das nennen, ne? Der Pate. genau, also vielleicht sollten die sich auch mal die Informationen anschauen und dann vielleicht einen kleinen Obolus leisten, weil das passt ja auf keine Kuhhaut drauf. Ja, liebe Zuschauer, da bleibt nur noch zu sagen, machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Bleiben Sie uns gewogen und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann geht es aber wirklich um Korrektiv und Konsorten die Wikipedia. Da gibt es mir auch noch eine ganze Menge zu erzählen. Und zu Jan Böhmermann, das haben wir auch schon in der Pipeline. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Elias, ich danke dir. Danke.